Thank you. Thank you very much. Herzlichen Dank, liebe Freunde. Sorry to keep you waiting. Complicated ja. Business. Complicated. Entschuldigen Sie, dass ich, oder entschuldigt, dass ich euch so lange warten habe lassen. Es war ein ganz knappes Ergebnis, hatte komplizierte Angelegenheiten zu erledigen. Herzlichen Dank für euren Applaus. Ich habe gerade einen Anruf entgegengenommen von der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton. Sie beglückwünschte uns zu diesem Triumph, zu diesem Wahlerfolg. Und ich beglückwünschte sie und auch ihre Familie zu einem intensiven Wahlkampf. Sie hat wirklich ganz hart gekämpft im Vorfeld der Präsidentenwahl. Hillary ist schon seit langer Zeit in diesem Geschäft tätig, hat fleißig gearbeitet und wir sind ihr zu großem Dank verpflichtet aufgrund des Dienstes an unserem Land. Und ich spreche ihr meinen aufrichtigen Dank aus. Jetzt müssen wir die Wunden heilen, diese trennenden Mauern beseitigen. Ich spreche hier zu den Republikanern, den Demokraten und den unabhängigen Menschen hier in diesem Lande. Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen. Wir sind ein Volk. Wir müssen zueinander finden, das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, dies zu machen. Dieses Versprechen gebe ich ab, jedem Bürger und jeder Bürgerin, dass ich ein Präsident für alle Amerikaner sein werde. Und das ist für mich natürlich auch eine ganz, ganz große Verantwortung und eine wichtige Aufgabe. Für jene, die mich nicht gewählt haben, und es gab ein paar, die mich nicht gewählt haben, nun, ich möchte jetzt auch Ihre Orientierungshilfe bekommen, damit wir gemeinsam arbeiten können und gemeinsam unser wunderbares, großartiges Land aufbauen können. Das sagte ich von Anfang an. Es war dies kein Wahlkampf, den wir führten, sondern eigentlich eine wunderbare, unglaubliche Bewegung, eine Bewegung, die aus Millionen fleißig arbeitender Männer und Frauen besteht, die eine bessere Zukunft für sich selbst und für ihre Familie wollen und sich daher dieser Bewegung angeschlossen haben. Es ist dies eine Bewegung aus Amerikanerinnen und Amerikanern aller Rassen, Religionen und Glaubenseinstellungen, die davon ausgehen, dass die Regierung dem Volk dient. Und diese Regierung, die ich leite, wird dem amerikanischen Volk dienen. Wir wollen gemeinsam arbeiten. Wir werden kooperieren, um unsere Nation neu aufzubauen, um den amerikanischen Traum zu modernisieren. Ich habe mein ganzes Leben als Geschäftsmann zugebracht, habe mich immer wieder mit Projekten und mit Menschen auseinandergesetzt, habe versucht, das Potenzial auszuschöpfen. Und dieses Potenzial, das unser Land bietet, das möchte ich jetzt auch mit voller Energie ausschöpfen. Es ist dies ein riesiges Potenzial. Ich kenne mittlerweile unser Land unglaublich gut. Es ist dies eine wunderbare Aufgabe. Jeder einzelne Amerikaner wird die Möglichkeit haben, seinen oder ihren Traum zu verwirklichen, das Potenzial auszuschöpfen. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht mehr der Vergessenheit angehören. Wir werden uns an sie erinnern. Wir werden die innerstädtischen Problembezirke aufbauen, die Infrastruktur, die Krankenhäuser, die Schulen, die Straßen, die Brücken. Wir werden die gesamte Infrastruktur radikal modernisieren. Und wir werden hier einzigartige Arbeit leisten. Wir werden für Millionen neue Arbeitsplätze sorgen, wenn wir eben unsere Infrastruktur aufbauen. Und wir werden dann auch letzten Endes unsere Veteranen, unsere tollen und beeindruckenden Veteranen in den Mittelpunkt stellen. Es sind diese loyale Menschen. Ich habe während dieser letzten 18 Monate, während dieser Reise, viele Veteranen getroffen. Ich habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht während des Wahlkampfes und ich habe da ganz unglaubliche Momente erlebt. Die Veteranen sind wunderbare Menschen. Wir werden ein Projekt anstoßen, ein Projekt des nationalen Wachstums und der Erneuerung. Ich werde die kreativen Talente unserer Menschen nutzen und wir werden natürlich alle Talente nutzen, um diese Talente zum Nutzen aller einzusetzen. Und das wird auch etwas sein, was wir auf die
Beine stellen. Wir verfügen über einen beeindruckenden Wirtschaftsplan. Wir werden das Wachstum verdoppeln. Wir werden die stärkste Volkswirtschaft weltweit aufbauen. Gleichzeitig werden wir friedliche Beziehungen zu anderen Nationen knüpfen, die mit uns friedliche Beziehungen aufbauen wollen. Wir werden eng kooperieren mit anderen Nationen. Davon gehen wir aus. Wir wollen alle Träume verwirklichen, Herausforderungen bewältigen. Wir wollen vieles für unsere Zukunft erreichen. Nichts ist unmöglich. Wir wollen das Beste für unser Land erreichen. Wir müssen natürlich das Schicksal unseres Landes wieder in die Hand nehmen. Wir müssen mutige Träume verwirklichen. Das müssen wir machen. Wir müssen entschlossen und beharrlich sein. Wir müssen Träume für unser Land verwirklichen. Wir werden wunderbare Dinge auf die Beine stellen. Wir werden großen Erfolg haben. Und ich möchte das der Weltgemeinschaft heute sagen. Ja, die amerikanischen Interessen stehen natürlich für uns an erster Stelle, aber wir werden jeden weltweit fair behandeln. Alle Völker, alle anderen Nationen. Wir werden die Gemeinsamkeiten suchen, keine Feindseligkeiten. Wir werden auf Partnerschaft abstellen und nicht auf Antagonismen. An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dieser historische Moment, dieser historische Sieg Wirklichkeit werden konnte. Ich möchte mich in erster Linie bei meinen Eltern bedanken. Sie sind im Himmel und schauen auf mich herunter. Wunderbare Menschen, Menschen, die ich unglaublich respektiere. Ich habe von ihnen sehr, sehr viel gelernt. Es waren dies wunderbare Menschen. Ich hatte wirklich unglaublich tolle Eltern. Ich möchte mich auch bei Marianne und Elizabeth, meinen Schwestern, bedanken, die heute unter uns sind. Wo sind sie eigentlich? Ja, sie sind irgendwo hier im Saal. Sie sind eigentlich recht schüchtern. Und ich möchte mich bei meinem Bruder Robert bedanken, meinem engen Freund. Robert, wo bist du? Da drüben steht er. Eigentlich sollten sie alle auf der Bühne stehen, aber es ist schon in Ordnung so. Und ich möchte mich auch bei Fred bedanken, meinem verstorbenen Bruder, an den ich noch oft denke. Ja, ich hatte wirklich das große Glück, in einer fantastischen Familie aufgewachsen zu sein. Tolle Geschwister, unglaubliche Eltern, die mich unterstützt haben. Ich möchte mich bei Melania bedanken und bei Don. Und natürlich auch Ivanka. Und Eric. And Tiffany. Tiffany. And Baron. Baron. I love you and I thank you. Ich liebe euch alle und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken. Besonders dafür, dass ihr gemeinsam mit mir diesen intensiven Wahlkampf absolviert habt. Ja, das politische Geschäft ist ein teilweise schmutziges Geschäft, aber wir haben Erfolg gehabt. Ich möchte mich bei meiner ganzen Familie bedanken. Lara, unglaubliche Arbeit. Vanessa, herzlichen Dank für dein Engagement. Ja, es ist wirklich eine wunderbare Gruppe, die ich hier um mich versammelt habe. Ihr habt mich alle unglaublich unterstützt und ich möchte euch sagen, dass wir eigentlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Schaut euch all diese Menschen hier an. Kellyanne zum Beispiel, Chris. Wir haben also durchaus einen umfangreichen Stab. Rudy, Steve, David. Ja, wir haben hier ein durchschlagskräftiges Team, sehr, sehr talentierte Menschen, die hier versammelt sind. Und ich möchte sagen, dass dies wirklich eine ganz besondere Reise war. Ein besonderer Dank gilt Rudy Giuliani, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister, der auch ein enger Freund von mir ist. Ein Vertrauter, der mit uns diese Reise unternahm, der viele, viele Meetings hatte. Wo ist Rudy? Rudy, wo bist du denn? Dann Gouverneur Chris Christie, auch er hat uns tatkräftig unterstützt auf dieser Reise. Herzlichen Dank, Chris. Der erste Mann, der erste Senator, der erste hochrangige Politiker, jemand, der wirklich geachtet ist in Washington, er ist unglaublich intelligent. Senator Jeff Sessions, wo ist Jeff? Einer der ersten, der sich unserer Bewegung angeschlossen hat, ein unglaublicher Mann. Und dann noch ein weiterer großartiger Mann. Er war ein harter Konkurrent.
Da haben wir zu manchen Strauß ausgefochten. Ja, Rudy. Rudy ist jetzt auch hier auf der Bühne. Ein toller Mann, der ein Freund ist. Und ich habe ihn näher kennengelernt, zunächst als Konkurrent, weil er jemand war, der eben gegen uns kandidierte, Dr. Ben Carson. Ben, wo bist du denn? And by the way, Mike Huckabee is here someplace. Mike Huckabee ist auch irgendwo hier. Auch er ist fantastisch. Mike and his family, Sarah. Mike und seine Familie, Sarah. Herzlichen Dank für General eure Unterstützung. Mike Flynn. General Mike Flynn, auch ihn möchte ich namentlich erwähnen. Wo ist Mike? And General Kellogg. Und General Kellogg. Wir haben mehr als 200 Generäle und Admirale, die unseren Wahlkampf unterstützt haben. Wir haben insgesamt 22 hochdekorierte Veteranen zum Beispiel und ehemalige Militärs. Und ich habe mich mit allen eigentlich gut verstanden. Und es gibt da jemanden, der eigentlich ein unglaublicher Star ist, mit dem ich mich auch immer gut verstanden habe. So, let me tell you about Reince. Trotz gegenteiliger Medienberichte. I said Reince. Reince. And I know it. I know it. Look at all those people over there. I know it. Reince. Reince ist ein Superstar. Und das habe ich auch immer gesagt. Aber Reince, man kann dich nur dann als Superstar bezeichnen, wenn wir gewinnen. If Secretariat came in second, Secretariat would not have that big, beautiful bronze bus. Weil wir natürlich hier das festhalten können, wenn wir gewinnen. Und wir haben hier auch gewonnen. Er ist ein Superstar. Er legt sich da unglaublich ins Zeug. Reince, komm hier zu uns rüber. Ja, das ist wirklich der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Höchste Zeit. Reince. Ja, meine Damen und Herren, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump. Herzlichen Dank, es war wirklich eine Ehre für mich. Gott schütze dich. Ja, ein erstaunlicher Typ, wirklich. Wunderbarer Mann. Unsere Partnerschaft mit der RNC war natürlich auch sehr wichtig für den Erfolg, den wir erzielt haben. Und ich habe da einige wunderbare Menschen kennengelernt, und zwar jene, die für den Geheimdienst arbeiten. Die Securities, die sind tough, die sind intelligent und sie wissen, worum es geht. Ja, und ich möchte sie nicht zum Feind haben. Sie haben mich immer wieder beschützt, wie zum Beispiel vor einigen Tagen, als sie mich von der Bühne gebracht haben, innerhalb von Sekundenbruchteilen. Ich möchte mich also bei den Securities, beim Secret Service wirklich herzlich bedanken, auch für ihre Unterstützung, die sie mir gewährt haben. Und auch die Polizisten in New York, auch sie sind hier vertreten. Die Polizeibeamten New Yorks sind unglaubliche Menschen. Ja, manchmal erfahren sie nicht die Wertschätzung, die sie eigentlich verdienen. Aber wir geben ihnen diese Wertschätzung und unsere Unterstützung. Es war dies also, zusammenfassend gesagt, ein historisches Ereignis. Aber um wirklich historisch zu werden, müssen wir natürlich auch eine tolle Arbeit hinlegen. Und dieses Versprechen gebe ich hier ab. Wir werden euch nicht im Stich lassen. Wir werden uns wirklich ins Zeug legen. Ich freue mich schon sehr auf den Dienst am Land als Präsident. Und nach 2, 3 oder 4 Jahren oder vielleicht sogar 8 Jahren können wir dann hoffentlich Bilanz ziehen. Und dann werdet ihr vielleicht auch oder hoffentlich sagen können, ja, das war eine Präsidentschaft, auf die ihr wirklich stolz seid. Und ich möchte mich jetzt schon für eure Mitarbeit herzlich bedanken. Die Kampagne, der Wahlkampf ist nunmehr vorbei, aber diese Bewegung, die startete jetzt erst. Die wurde jetzt vom Stapel gelassen. Wir werden also sofort unseren Dienst am amerikanischen Volk beginnen. Und wir werden hoffentlich so tätig sein, dass ihr auf euren Präsidenten wirklich stolz sein könnt. Es ist dies eine Ehre für mich, ein Privileg. Es war dies ein wunderbarer Abend. Die letzten 2 Jahre waren unglaublich. Und ich liebe dieses Land. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Mike.
Danke schön, Mike Pence. Danke an euch alle.